أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine edle Schwester, mein edler Bruder im Islam. Denkst du auch, dass du mit einem schönen Urlaub, mit teuren Autos, teuren Schmuckstücken, coolen Klamotten, teuren Handys, viel Geld glücklich werden kannst? Das versuchen viele Jugendliche. In Shisha-Bars zu sitzen, die Shisha zu ziehen, schöne Getränke zu trinken, mit Freundinnen zu sitzen. Die denken wirklich, dass man dadurch glücklich werden kann. Das versuchen sehr, sehr, sehr viele Menschen. Wenn das stimmen würde, dann würden so viele Multimillionäre nicht Selbstmord begehen. Es gibt viele Menschen, die haben das, was die meisten wollen, nämlich Geld, Villa, Auto, alles drum und dran. Sie kommen mit ihrem Leben aber nicht klar. Sie sind todunglücklich. Weißt du warum? Weil sie einen sehr, sehr großen Fehler begehen, den du gerade vielleicht auch begehst. Sie wollen ihr Herz glücklich machen, weil der Ort der Glückseligkeit ist das Herz. Und sie denken, mit schönen Filmen gucken, teure Klamotten anziehen, schöne Autos besitzen, hübsche Freundinnen haben, hübschen Freund haben, in Shisha-Bars zu sitzen, dass dieses Herz dadurch glücklich wird. Aber sie irren sich gewaltig. Kleines Beispiel dazu, damit du verstehst, warum. Es gab einen wohlhabenden Muslim. Er musste aufgrund seiner Krankheit im Ausland behandelt werden. Er war in einer Privatklinik und hatte einen Termin mit einem Chefarzt. Sie sprachen über die Krankheit und über den Verlauf der Therapie. Und am Ende hat der Chefarzt gesagt, weil er ihn eben aufgrund seiner islamischen Bekleidung erkannt hat: "Ich habe eine Frage an dich. Ich habe bis jetzt so viele prominente Menschen hier gehabt. Ich habe viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen des Lebens hier gehabt. Und keine konnte mir die Frage beantworten. Seine Frage ist: Ich besitze so viel Geld. Ich habe einen tollen Job, viele Frauen, teure Autos, eine Villa. Ich habe alles. Aber mein Herz ist unglücklich. Ich habe eine Leere in meinem Leben. Vakuum. Kannst du mir sagen, warum? Was muss ich machen?" Der Muslim sagte zu ihm: "Ich kann dir die Frage beantworten, aber erstmal musst du mir ein paar Fragen beantworten." Sagte er: "Okay." Fragte der Muslim den Arzt: "Wenn du deine Augen glücklich machen möchtest, was machst du dann?" Sagte der Arzt: "Dann schaue ich mir einen schönen Film an, schaue ich mir den Sonnenuntergang an, dann werden meine Augen schon glücklich." "Gut. Wenn du deine Ohren glücklich machen möchtest, was machst du dann?" "Ja, dann höre ich mir eine schöne Musik an, dann werden die Ohren glücklich." "Super. Was machst du, wenn du deinen Gaumen glücklich machen möchtest?" "Ja, dann gehe ich in ein 5-Sterne-Restaurant und esse dort das Beste vom Besten, dann wird mein Gaumen schon glücklich." "Sehr schön. Was machst du, wenn du deine Nase glücklich machen möchtest?" "Ja, dann dufte ich den teuersten Parfüm." "Super. Jetzt möchte ich dir die Frage nochmal stellen, aber etwas umgedreht," sagte der Muslim. Der Chefarzt sagte: "Okay, alles klar, kein Problem." Der Muslim fragt den Arzt: "Wenn du deine Augen glücklich machen möchtest, hörst du dir dann eine schöne Musik an?" "Nein", sagte er. "Wenn du deinen Gaumen glücklich machen möchtest, schaust du dir dann einen schönen Film an?" "Nein", sagte der Arzt. "Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist doch total falsch. Wenn du deine Ohren glücklich machen möchtest, duftest du dann einen Parfüm?" "Nein." Und der Muslim sagte: "Genau das ist das Problem. Du hast die ganze Zeit versucht, dein Herz glücklich zu machen, aber hast eigentlich deine Augen glücklich gemacht. Mit schönen Filmen, schönen Urlaubsreisen, schönen Umgebungen wird das Herz nicht glücklich, die Augen werden dadurch glücklich. Du hast die ganze Zeit versucht, dein Herz glücklich zu machen, aber du hast nur Musik gehört, dadurch wurden die Ohren glücklich, aber nicht das Herz. Du wolltest dein Herz glücklich machen und hast schön gegessen, aber das Herz wird dadurch nicht glücklich. Die Glückseligkeit des Herzens hängt von Dingen ab, die nicht von dieser Welt sind. Der Mensch besteht aus zwei Sachen: Körper und Seele. Der Körper ist von dieser Dunya. Allah Azza wa Jal, als er den Menschen erschaffen wollte, hat er Engel geschickt, die aus allen Bereichen dieser Erde Erde geholt haben. Aus dieser Erde wurde Adam a.s. erschaffen. Die Seele aber, sie ist nicht von dieser Dunya. Die Seele wurde von Allah eingehaucht. Sie ist nicht von dieser Dunya.
außerhalb dieser Dunya. Wir versuchen die ganze Zeit, diesen Körper glücklich zu machen. Augen, Ohren, Nase, Gaumen, Magen. Das kannst du nur mit Dingen glücklich machen, die auch hier vor Ort sind. Das Herz ist aber mit der Seele verbunden und die Seele wird mit einer Sache glücklich, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist das Gedenken Allahs. Deswegen sagt Allah was? Er sagt, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Sonst nicht. Geh in so viele Shisha-Bars, wie du willst. Habe die schönsten Freundinnen. Jede Woche eine andere. Trinke Alkohol ohne Ende. Spritze dir Drogen, wie du willst. Besitze die Straßen. Du wirst unglücklich sein. Am Ende wirst du dir vielleicht eine Kugel geben. Dein Herz wird mit solchen Dingen nicht glücklich, bis du zurückkommst. Dieser Arzt hat das damals erkannt. Er hat gesehen, was sein Fehler war. Die Lösung war dann, als er den Islam angenommen hat, mit dieser Stirn auf den Boden gegangen ist, hat er gesehen, was ihm gefehlt hat. Und hat mit dieser Stirn auf dem Boden dieses Herz glücklich gemacht. Das ist das, was dir fehlt. Wenn es dir schlecht geht, trotz all den Dingen, die du besitzt, dann fehlt dir etwas. Und das ist das Gebet. Und wenn du das Gebet hast, das Gebet wird dich Allah nähern und dich von schlechten Dingen abhalten. Das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten fern, sagt Allah Azza wa Jal. Wenn du glücklich werden möchtest, das schaffst du nicht mit deinen Selfies auf Facebook und 500 Likes. Dadurch wirst du nicht glücklich. Hör auf damit. Hör auf damit, ständig irgendwas Neues anzuziehen und das zu fotografieren und auf Facebook zu posten. Hör auf damit, in irgendeinem Restaurant essen zu gehen und das zu fotografieren und zu posten, damit die Leute sagen, oh, wie schön, damit wirst du nicht glücklich. Die Glückseligkeit, sie ist hier. Und das hier wird nur glücklich, wenn es seinen Herrn erkannt hat und anbetet. Demzufolge fange heute noch mit dem Gebet an, damit du die wahre, unendliche Glückseligkeit bekommst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.